Guten Morgen. Der erste Morgen in Vera. Die Sonne scheint schon wieder. Und wird fleißig gearbeitet. Da wird schon rangiert. Ja, passt ja. Da vorne links ist die Fish Academy. Nee. Ach so. Ich bin auch noch ein paar Schüler hier. Okay. Ist das niedlich? Mitten auf der Straße. Du erkennst dann nicht mehr, dass es gut ist. Ja, mach mal von den beiden eine fixe Zahl. Ja, dann würden wir das. Und schon wieder nicht im LKW, diesmal ist es ein Fahrrad. Erstmal mit dem Fahrrad durch Gera. Das ist jetzt hier so eine Hauptverkehrsstraße, ist nicht so besonders romantisch. Das ist hier die Weiße Elster. Die fließt hier so gemütlich durch das Stadtzentrum. Durch das Stadtzentrum. Jetzt komme ich hier wieder an die Straße. Und ich hoffe, dass ich diesen Übungsplatz jetzt auch wiederfinde. Gestern bin ich mit dem Auto gefahren, heute mit dem Fahrrad. Da sieht ja wieder alles anders aus. Ich schleiche mich von hinten an den Verkehrsübungsplatz ran. Ah. Da steht auch schon der Lastwagen. Ja, kleiner Bericht aus dem LKW.
Wir sind hier gerade auf einer Tankstelle. Kleine Pause. Jetzt schon anderthalb Stunden unterwegs. Und wahrscheinlich noch gute Stunde jetzt unterwegs. Wir machen gerade Überlandfahrt. So sieht das hier aus. So sieht das da aus. So sieht das da aus. Ja, und das ist ein Fahrrad. Damit kann ich schon ganz gut umgehen. Und damit fahre ich jetzt zurück zur Fischakademie. Aufsteigen hat schon mal prima geklappt. Konnte man jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, aber das Thermometer zeigt immer noch 32 Grad hier an der Hauswand und das um 5 nach 9. Und es ist hier auch überhaupt keine Abkühlung zu spüren. Es hat sich jetzt größtenteils bedeckt, dadurch ist es jetzt noch schwüler. Jetzt kommt so ein ganz leichter Wind. Oh. Ich hoffe bloß, dass das morgen früh um 6 dann noch ein bisschen angenehmer ist. Thank you.